Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück hier in unserem Aquapark. Und ihr seht schon, unsere Iguanodons sind hier alle fröhlich gemeinsam am Snacken. Bis auf einmal wieder. Der steht da hinten, abseits. Oh. Iggy. Ja, genau. Und ihr habt natürlich wieder fleißig Namen in die Kommentare geschrieben. Und unsere Iguanodons haben natürlich Namen bekommen. Zum einen hier hinten der Einsame, der heißt Iggy. Ihr habt meiner Meinung nach einen sehr, sehr schönen Skin. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier das Alpha-Weibchen oder Männchen in dem Fall. Heißt Igor. Dann haben wir noch Inka und Dumbo. Also vielen, vielen Dank für die schönen Namensvorschläge. Und ich finde wirklich, dass die Iguanodons sich echt gut machen in meinem ersten Gehege. Also sie gefallen mir wirklich gut als Dinosaurier. Sieht auch echt schön aus. Was machen sie denn jetzt? Ich habe die mir noch nie so genau angeguckt. Kommunizieren die jetzt? Ich glaube ja. Aber die machen kaum Laute. Man hört die gar nicht. Anscheinend. Oh, das war's schon. Ich glaube, die geben gar nicht große Laute von sich. Man hat nur so ein leichtes Brummen gehört. Aber wir machen jetzt heute weiter. Wir müssen jetzt im Prinzip, also wir haben jetzt ja schon hier unsere Startinsel, wo man dann einen schönen Überblick hat. Dann kann man hier rüberfahren und natürlich hier mit dem Weg rübergehen zu unserem Industriegebiet. Wir müssen jetzt die nächste Insel in Angriff nehmen. Und ich habe schon überlegt, ob wir nicht hier auf diesem Gebiet hier eine etwas größere Insel machen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das von der Form her machen. Da bin ich mir tatsächlich noch gar nicht so sicher. Aber ich werde mir da was einfallen lassen und dann schauen wir mal. Und los geht das Ganze. Ich würde jetzt sagen, wir ziehen erstmal einen groben Grundriss von einer Insel hierher, wie wir sie gerne hätten. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Das soll ja natürlich natürlich aussehen. Natürlich, natürlich. Auch nicht schlecht. Und wir fangen einfach mal an. Ich werde das sowieso noch zigmal ändern, vermutlich. Boah, das ist echt schwer. Ich weiß gar nicht, wie groß ich das machen will, aber ich will jetzt gar nicht so kleine Inseln machen, glaube ich. Weil sonst kriegen wir hier echt wenig platztechnisch unter. Oh, wir müssen mal gucken. Hier noch so ein rausholen. Ich will natürlich auch nicht zu viel Wasser verschwinden lassen. Da muss ich echt vorsichtig sein, dass das noch einigermaßen klar geht. Ach so, und ich habe noch was ganz anderes vergessen. Wir sollten vielleicht, bevor wir das hier machen, ich mache mal eben hier nochmal weg. Bevor wir das hier machen, sollten wir vielleicht mal eben diesen Weg hier weiterführen, weil dadurch geht ja auch nochmal Fläche verloren. Das sollten wir tatsächlich auf jeden Fall als erstes machen. Wir entfernen mal hier die Bäume und dann erhöhen wir mal so nach und nach das Land hier. Weil den Weg möchte ich auf jeden Fall weiterführen. Es ist relativ flach hier sogar, ne? Oh ja. Sieht man ganz gut von der Seite. Wir wollen natürlich wieder auf der Höhe bleiben, wo es ungefähr ist. Dann soll das hier ruhig wieder ein bisschen... Es muss ja nicht ganz so hoch gehen, wie es hier ist, aber wir machen das einfach mal so, wie es kommt. So. 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 Okay, das sollte erstmal reichen, soweit. Dann können wir nämlich schon mal den Weg ziehen. Allerdings mache ich da, glaube ich, einen kleinen Weg wieder hin. Wir entfernen mal das Stück hier. Ja, ja, jetzt kommen hier die Bäume wieder. Die müssen wir mal kurz wegmachen. Die sind auch sonst im Bild. So. Und dann schauen wir mal, dass wir hier einen einigermaßen schönen Weg abkriegen. Ja, erstmal müssen wir hier diese Kurve nochmal überarbeiten, dass die schick aussieht. Oh Gott, es wird schwierig mit den Einrasspunkten, glaube ich, obwohl es geht. Oh, guck mal, es ging jetzt echt easy. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wir das hier abführen. Rein theoretisch könnten wir das so an dem Zaun vorbeiführen. Passt das sogar? Ja. Das sollte klar gehen. Und dann führen wir das natürlich wieder hier am Parkrand entlang. Möglichst nah, damit wir wenig Platz verschwenden. Aber es soll auch nicht so unnatürlich aussehen. Deswegen, also was heißt unnatürlich? Nicht so immer, was meine ich? Links und rechts und sowas. Ihr wisst, was ich meine. Kreuz und quer. Ja, keine Ahnung. Mir fällt gerade kein passendes Wort ein. Ja, hier müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Der Weg ist soweit fertig. Jetzt können wir uns wieder unserer Insel widmen. Und dann würde ich sagen, zeichnen wir mal weiter. Das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Das sieht relativ natürlich aus. So, wie ist denn die Form so? Müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier zu nah dran ist. Ich glaube, ich mache hier nochmal ein bisschen Wasser hin. Und dann gehen wir hier ein bisschen mehr auf Abstand. So vielleicht. Wir müssen halt jetzt echt schauen, dass die Insel natürlich aussieht und dass nicht zu viel Wasser verloren geht. Ich habe sogar schon eine Idee, wie wir das gleich mal handhaben. Wir malen das jetzt erstmal aus hier, die Fläche eben. Sollte ja recht fix gehen. Machen wir mal eben größer.
So, ist doch ja schon mal eine relativ große Insel. Da sollten wir eigentlich einiges unterkriegen. Vielleicht zwei Gehege oder sowas. Müssen wir mal schauen. Und ich würde ganz gerne irgendwie... das so handhaben, dass die Insel vielleicht nochmal so ein ja, so einen wasserähnlichen Teil hat, der reingeht. Also wie der dann genau ist von der Form, das weiß ich noch nicht. Allerdings wollen wir natürlich die Insel nicht so flach gestalten. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall noch das alles ein bisschen bergiger machen. Das haben wir ja hier hinten auch schon gemacht. Und das sollten wir auch bei dieser Insel machen. Ihr seht schon, ich habe das jetzt hier schon so ein bisschen bergig angefangen. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen natürlicher aus. Allerdings habe ich noch nicht die ganze Insel fertig gemacht, weil wir müssen das sowieso nach und nach noch alles verändern und bearbeiten. Weil man kann ja jetzt noch nicht wissen, wie hoch das hier sein darf und so weiter. Es kommt ja auch sehr darauf an, was wir dann im Endeffekt hier hinmachen und wo wir welche Sachen hinbauen. Das weiß ich nämlich noch nicht genau. Allerdings möchte ich mich jetzt erstmal noch ja, Brücken widmen, sage ich mal. Ich nenne sie mal Brücken, sind ja keine richtigen Brücken. Aber wir brauchen natürlich hier eine Wegverbindung, würde ich gerne haben. Und ich würde tatsächlich gerne auch noch hier oben eine Wegverbindung haben. Vielleicht so ein bisschen, also ein bisschen eine geschwungene Verbindung. Müssen wir mal gucken. Das könnte ganz cool aussehen, oder? Also ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal ganz stumpf hier so einen Weg. Machen wir jetzt erstmal in diesem, ja, grauen Ton. Die andere Brücke hatten wir auch in diesem Ton gemacht. Machen wir mal erstmal so rüber. Sollte soweit passen. Und genauso hier hinten, da müssen wir natürlich erstmal ein Stückchen Zaun entfernen. Das geht gar nicht anders. Okay. Und dann machen wir auch hier einen Brückenweg rüber. Schön geschwungen. Damit haben wir auch hier den Brückenweg. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt hier mit dem Glätten-Tool nochmal etwas ja, besser begehbar machen. So. Wir dürfen ja auch nicht zu krass rübergehen, weil sonst sinkt hier der Weg zu krass ab. Ich weiß nicht, ob das schon zu heftig ist. Mal schauen. So. Das ist schon gar nicht schlecht hier. Ja, das geht klar. Allerdings ist jetzt das Problem, wenn ich jetzt hier wieder Wasser ziehe. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, so passt das eigentlich erstmal. Also der Weg hier ist noch gut begehbar. Hat natürlich so einen leichten Knick, aber das sollte die Besucher nicht stören. Und ja, das passt, denke ich. Hinten müssen wir natürlich dann das auch nochmal machen, aber das machen wir später. Wir schauen jetzt erstmal, was mich mal eben interessiert. Da muss ich mal ein ganzes Stück rüberfliegen, wie das hier vom Rand her ist. Und es fällt gar nicht mehr auf, wenn man hier so einen Zaun gebaut hat. Dann sieht das echt fast so aus wie so eine kleine Brücke. Natürlich nicht perfekt. Aber irgendwie ist hier der Rand ein bisschen dicker. Ich konnte irgendwie nicht so ganz so nah ran mit dem Wasser, scheint mir. Liegt das vielleicht daran, dass ich irgendwie erhöht bin oder so? Kann das sein? Ich frage mich gerade, wie es wäre, wenn ich... Ich denke das mal ein bisschen. So. Jetzt schauen wir mal, ob ich näher ran kann. Nee, der erhöht das sogar automatisch. Also das macht keinen Unterschied. Ja gut, lassen wir so, passt. Dann würde ich sagen, ziehen wir einfach den Zaun. Und dann haben wir auch die Brücke hier fertig. Das Ganze machen wir natürlich gleich auch noch auf der anderen Seite. Wir ziehen jetzt erstmal den Zaun so. Ja, einmal so grob hier entlang. Wird sich wahrscheinlich eh nochmal alles ein bisschen ändern. Na komm schon. So. Ja, die Einrastpunkte sind wieder richtig Premium, wie ihr seht. Das ist schon wieder ganz, ganz doof. Na, egal. So. Müssen wir von dieser Seite aus machen. Wieder nicht anders. Und so. Und so sieht dann hier unsere Brücke aus. Oh, ist sogar relativ gerade hier mit den Übergängen. Noch nicht ganz perfekt. Aber das, wie gesagt, das werden wir wahrscheinlich eh noch etwas überarbeiten. Aber es geht jetzt ja erstmal darum, dass wir die grobe Form und sowas von unserer Insel gestalten. Hier glätten wir das Ganze nochmal etwas, damit der Übergang nicht so heftig ist. Und dann fangen wir auch hier an, das Wasser näher ranzuzeichnen. So, das ist schon mal sehr gut. So. Ja, das ist sogar eine etwas längere Brücke. Machen wir das auch mal hier eben mit dem Zaun.
So, die Brücke steht. Und das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Also man kann sich das schon vorstellen. Dann geht hier hinten eine Brücke über, da geht eine Brücke rüber und hier ist die nächste Insel. Weiß nur nicht, ob wir nicht irgendwo hier noch was hinbauen müssen. Ob das nicht. Müssen wir mal schauen. Also hier hinten muss, glaube ich, auf jeden Fall noch irgendwas hin. Sonst sieht das ein bisschen leer aus. Und die Bahnstrecke müssen wir auf jeden Fall auch noch ändern. Aber wir machen natürlich jetzt erstmal unsere Insel hier weiter. So, die Insel ist soweit fertig. Und ich finde, sie sieht eigentlich schon, ja, recht gut jetzt aus von der Form. Wenn wir die ungefähr so beibehalten, dann sollte das eigentlich passen. Und ich hoffe mal, dass wir hier das ein oder andere Gehege unterkriegen. Also zwei Gehege wären schon nicht schlecht, weil es wird schon. Ja, ihr seht schon, es wird platztechnisch schon sehr, sehr eng. Wir haben erst ein Gehege untergebracht. Hier hinten müssen wir vielleicht noch was machen und da hinten. Und ansonsten haben wir gar nicht mehr viel Platz und Möglichkeiten, hier Gehege unterzubringen. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier den Anfang auf der Insel schaffen, weil das ist. Der Anfang ist tatsächlich immer das Schwerste. Weil wenn man den hat, dann kann man alles andere davon ableiten und dann geht das eigentlich. Müssen wir eben gucken, wie wir das hier handhaben. Ich glaube, ich mache mal eben so. Dann ziehen wir hier eine Kurve. Und dann wieder ein Stück gerade. Und dann können wir nämlich das hier schon mal verbinden mit dem Zaun und so. Das machen wir dann nachher noch, dass das hier abschließt und sowas. Wir machen jetzt erstmal hier ein paar Geschäfte hin, würde ich fast sagen. Und zwar machen wir mal eine Arcade. Die mache ich sehr, sehr selten. Und die machen wir mal direkt hier vorne, warum nicht? Und dann machen wir noch ein Restaurant. Essen kann man immer gebrauchen. Ich zieh mal den Weg noch ein bisschen weiter, sonst passt das nachher nicht. So, verkürzen können wir den Weg immer noch. Restaurant machen wir schön nah dran. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen dritten Laden hier hin. Und zwar, wie wär's mit einer Bowlingbahn, die mache ich sehr, sehr selten. Frag mich nicht wieso, aber ja, ich finde irgendwie eine Bowlingbahn im Dinosaurierpark. Ich meine, wer geht denn bitte bowlen, wenn man sich Dinosaurier anschauen kann? Also ich würde es nicht tun. Naja, gut. Wir können mal gucken, ob wir hier die Fläche zwischen diesen beiden Dingern vielleicht ausgezeichnet bekommen. Das wäre würde auf jeden Fall gut aussehen. Guck mal, das könnte sogar klappen. Ja, Wegflächen auszeichnen ist immer so ein. Das ist wirklich so eine Sache. Und wenn man zu viel davon macht, dann kann es auch sein, dass das Spiel anfängt zu ruckeln. Aber mein PC ist zum Glück relativ gut. Aber nicht wundern, falls bei euch mal so eine Map ruckelt, ein bisschen, weil ich verliere auch schon FPS. Das Spiel scheint damit nicht ganz klar zu kommen. Ich würde fast sagen, dass wir hinter nochmal einen Weg entlang ziehen, wenn das dann geht. Echt ganz cool. Das war ein bisschen zu nah. Das sieht doch schon recht ordentlich aus, wenn wir dann hier einen Zaun noch machen. Hier ist dann so eine kleine freie Fläche. Oh, warum nicht, ne? Warum nicht? Kann man auf jeden Fall als Anfang machen. Vielleicht sollten wir ja schon mal mit dem Zaun jetzt hier ein bisschen arbeiten, damit man dann im Endeffekt sieht, wie das Ganze aussieht. Wir machen mal hier das Stück Zaun schon mal fertig. So. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen Zaun ziehen sollten. Ich glaube gar nicht. Ich hätte gern so eine Hecke oder sowas, aber das gibt es ja leider nicht. Vielleicht, wenn wir hier den einen oder anderen Baum noch platziert kriegen, wäre auch schon was. Oh. Sieht irgendwie ziemlich unnatürlich aus, aber vielleicht, wenn wir den Hintergrund dann nochmal bearbeiten, sieht das ein bisschen besser aus. Müssen wir mal schauen. Wir könnten natürlich wieder hier hinter so eine schöne Mauer ziehen. Das sieht nämlich immer ganz gut aus. Machen wir mal eben. So. Und. Oh, ne, machen wir mal so. Hier bis zur Hälfte und hier. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus, muss ich sagen. Hier können wir natürlich nochmal ein bisschen glätten und sowas vom Weg her. Das ist nicht ganz perfekt glatt. Können wir nochmal eben einmal mit dem Geländentool ein bisschen nachhelfen. Und tatsächlich könnten wir sogar an diesen Zaun hier direkt das Gehege angrenzen lassen. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal eben. Ich glaube, ich habe schon eine sehr, sehr gute Idee.
bin den Weg hier noch ein bisschen weiter. So. Und dann könnten wir das Ganze in so einen kleinen Platz übergehen lassen. Müssen wir mal eben schauen, wie wir das handhaben. Der Platz ist soweit fertig. So habe ich mir das hier vorgestellt ungefähr. Und dann könnten wir hier unten das wieder etwas glätten. Definitiv. Sozusagen an dem Rand des Platzes wieder runter geht. Und mal eben schauen, dass wir das hier nicht so sehr glätten. Na, das passt. Zeichnen wir mal eben hier das Wasser nach. Ich auch direkt mit Wasser machen können. Genau, und dann machen wir hier sozusagen eine kleine Plattform, von der man aus auf das Gehege schauen kann. Das heißt, wir ziehen jetzt hier nochmal einen Zaun drum. Den müssen wir jetzt hier nochmal anpassen, den Platz. Das sollte recht schnell gehen. So. Und so. Von dieser Ecke aus. So. Sehr schön. Auch hier anpassen. So und so. Sehr, sehr gut. Und dann müssen wir irgendwie nachher den Gehegezaun. Müssen mal schauen, wie wir das machen. Ob das überhaupt aussehen wird. Wir müssen ja irgendwie den Gehegezaun. Ich möchte den nachher gerne über diese Bucht rübergehen lassen, den Gehegezaun. Irgendwie so. Aber wir müssen mal schauen, ob das aussieht. Und dann kann man sozusagen von hier die Dinosaurier beobachten, die dann in dem Gehege sind. Und hier auf dieser Seite machen wir dann irgendwie sowas ähnliches. Könnte, glaube ich, ganz cool aussehen. Wir ziehen jetzt erstmal hier den Zaun ein bisschen weiter. So, ich habe den Zaun entlang geführt. Das einzige Problem, was wir dann wieder haben, ist, dass die Bäume verschwinden. Aber vielleicht kann ich auch hier mal die Bäume komplett weglassen. Und hier nur mit so Grasbüscheln arbeiten. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Ja, sieht alles ein bisschen trist aus, aber ja, ich muss mir hierfür unbedingt was einfallen lassen. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau handhaben möchte. Vielleicht könnten wir auch hier so das Stück noch machen. Dann muss ich mal eben das Stück hier ein bisschen verlängern. Machen wir mal eben so. Und so. Genau, dann hat man hier so eine kleine Imbissecke. Und dann könnten wir rein theoretisch, entweder wir zaubern hier noch irgendwas hin, nur die Frage ist, was? Oder wir ziehen hier einfach den Zaun und dann hat man sozusagen, ja, eine Gehegeabgrenzung. Ich würde fast sagen, dass wir einfach den Zaun ziehen. Ist wahrscheinlich die beste Lösung, weil dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz für die Dinos. So, den Zaun habe ich fertig gezogen. Oh, und da müssen wir mal schauen. Also die Landschaft müssen wir auf jeden Fall nochmal ganz schön doll überarbeiten, damit das natürlich aussieht. Und wir müssen hier irgendwie, wir müssen hier auf jeden Fall noch irgendwie ein paar Bäume unterbringen. Das geht gar nicht anders. Und den Zaun hier hinten müssen wir auch noch irgendwie anders machen. Das gefällt mir nicht. Aber an sich ist das schon gar nicht so schlecht. Also der Anfang gefällt mir eigentlich schon. Da kann man sicherlich was draus machen, dass das schick aussieht. Können wir hier so ein bisschen Bäumchen machen. Wir dürfen nicht zu sehr ins Wasser mal wieder gehen. Machen wir so. Dann machen wir vielleicht mal den Gehegezaun. Einfach hier mittig und dann gerade rüber. Vielleicht könnten wir auch einfach dann schon. Wäre das gerade? Ich weiß es nicht. Schwer einzuschätzen. Irgendwie so zurück machen. Und dann wäre unser Gehege sozusagen schon abgeschlossen. Unser erstes zumindest. Natürlich müssten wir es dann noch ein bisschen schöner gestalten, was die Bergigkeit und so angeht. Aber ja, wenn wir das Wasser hier lassen wollen, dann haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber so schlecht finde ich es gar nicht, muss ich sagen. Bevor wir das Gehege jetzt gestalten, würde ich jetzt erstmal hier weiterbauen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier noch so unterbringen wollen. Wir könnten rein theoretisch hier noch so ein bisschen das Ganze ausbauen und dann mal ein Hotel hier unterbringen, weil Hotels haben wir noch gar nicht gemacht. So. Eine ganz schön große Insel, ne? Muss ja auch gut aussehen. Eieieiei.
Das wird ganz schön schwierig, das am Ende natürlich und gut aussehen zu lassen. Ich will auf jeden Fall für das Hotel die Fläche etwas anheben. Wenn wir eine passende Höhe finden. Ich glaube, die ist ganz gut. Schauen wir mal, dass wir den Grund hier angehoben kriegen. Wir klatschen jetzt erstmal das Hotel da drauf. Wird schon am Ende, wenn wir fertig sind, damit vernünftig aussehen. Gehe ich mal von aus. Wir könnten ja... Also der Hotelausblick dann auf die Gehege wäre eigentlich nice. Könnten wir ja so handhaben. Genau. Und jetzt müssen wir uns das mal eben wegtechnisch überlegen. Wir machen mal eben den Weg hier nochmal weg. Und dann gucken wir mal eben, wie wir den Hauptweg gleich weiterführen werden. Das hier ist ja der Hauptweg. Der soll dann im Endeffekt ja auch hier vorbeigehen. Ja, das ist ganz gut. Vielleicht können wir das Ganze nochmal irgendwie so machen und dann auch hier nochmal irgendwie eine Aussichtsplattform oder irgendwas hinbauen. Könnte cool aussehen. Könnte. Muss es nicht. Werden wir sehen. Und dann so. Oh, das geht eigentlich klar. Und jetzt müssen wir nochmal schauen, wie wir hier den Weg nach oben bauen. Zum Hotel. Vielleicht können wir da auch irgendwas Cooles machen. Wäre natürlich geil, wenn man das so geschlängelt machen könnte und dann mit Erhöhung arbeiten würde. Na, das macht aber keinen Sinn, weil man... Ja, die Erhöhungen gehen hier leider nicht gut, weil man kein bisschen Klippe oder sowas machen kann. Machen wir einfach stumpf den Weg erstmal runter. So, das Ganze werden wir natürlich dann noch etwas glätten müssen. Müssen wir eigentlich jetzt schon machen. Jetzt wird sich wieder hier alles erhöhen. Und da kommen schon die ersten Gäste aus dem Hotel. Das finde ich immer geil. Wenn man so ein Hotel kauft, hat man einfach irgendwie direkt Gäste mitgekauft. Finde ich sehr, sehr lustig, diese Logik. Okay, das passt eigentlich. Das wollte ich eigentlich gerade nicht. Ich wollte eigentlich ersenken. Passt aber vom Weg noch. Okay, jetzt haben wir hier schon mal ein Hotel. Jetzt haben wir hier den Weg. Jetzt könnten wir nochmal... Eigentlich will ich dann diese Plattform auch wieder so ein bisschen erhöht haben. Wir haben ja hier relativ flach alles. Müssen wir mal eben gucken, dass wir hinten wieder etwas auf ein höheres Niveau kommen.